Danke, dass du da bist. Wenn du nicht hier wärst, wäre das Ganze... Es wäre schwierig. Warte. Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin's, euer Doomsday, mit dabei der Venom. Tut mir leid, ist das klar? Willkommen zurück zu Gears 5, zur Session 4. Wir sind letztens hier stehen geblieben, als wir Jack hier helfen mussten. Und schauen wir doch jetzt mal, wie es weitergeht. Let's go! So, lass mal wieder klarkommen hier mit allem. Da lang. Also, die letzte Session ist jetzt schon eine Weile her. Aber es geht weiter. Ich hoffe auch mal, es gab auch ein Update jetzt bei Gears 5, dass das Update jetzt geholfen hat, dass hier alles mal ein bisschen flüssiger läuft. Aber... Ich fahre. Das wird sich zeigen. Schauen wir mal. Richtig. Gucken wir, wo muss man hin? Wir müssen... dahin. Mitten auf dem See. Ah, hier oben. Und dann mal die Markierung weg. Dankeschön. Zack. Let's go. So, da fahren wir rum. Also, soweit ich weiß, gibt's noch einen Abschnitt halt mit Fahren und das in der Wüste. Na, das weiß ich schon. Man muss aber zugeben, dass das ein bisschen Tempo rausnimmt vom Spiel. Aber ich finde es auch wichtig, das zu machen, die Nebenmission, halt um Jack abzucrayen. Weil warum man da Schaden kriegt, weiß auch keiner, oder? Hallo, der Aufprall. Ja. Und sterben tust du deswegen sowieso nicht. Das Eis durchbrochen haben, könnte es schwer werden, wieder hochzukommen. Damit müssen wir dann wohl klarkommen. Gut beobachtet. Das ist wohl wahr. Na gut, dann zünden wir den Phosphor mal an. Was? Sind Sie dabei, das Tal zu verlassen? Eine Rückkehr ist nicht möglich. Verlassen. Haben wir alles gemacht? Wir haben doch alles gemacht. Warte mal kurz. Ja. Was? Dieses Zeug da... Es heißt Phosphor. Ja, na schön. Es braucht also Sauerstoff und Wasser. Ja? Tja, wir setzen es einer Riesenmenge Eis aus, also... Sauerstoff und Wasser? Ja. Das wird schon. Und woher weißt du das? Thermodynamik. Na, Reaktionskinetik. Kann mir mal jemand verraten, wann die Chemiestunde vorbei ist? Das wird schon. Das wird schon. Na los. Komm schon, komm schon. Genau. Sicherheit geht vor. Ich hab's ja gesagt. Ja. Der Merkmal nicht damit rechnen können. Das wird schon. Was? Das passt schon. Siehst du? Alles gut. Da. Das muss der Funkturm von Kadar sein. Das Labor ist hier. Komm schon. Jack, alles klar? Kommt denn der hier runter? Weißt du, du musst nicht ehrlich sein. Ich sehe gerade, ich habe keine Munition, Junge. Ups. Früher oder später Sorry. Wissen sie, wer du wirklich bist. Das war nicht geplant. Hast du die Kontrolle verloren? Du verbirgst die Wahrheit. Du verbirgst die Wahrheit. Warum ist das wohl so? Was glaubst du, wer du bist? Ich höre gerade Stimmen. Wogegen wehrst du dich? Scheiß Freak. Sie können den Schwarm nicht schlagen. Sie können den Schwarm nicht schlagen. Aber das ist nicht weiß es. Darum wogegen wehrst du dich? Hilf mir! Solltest du es nicht lassen? Du bist fast da, mein Kind.
Kämpf nicht gegen an. Etwas. Etwas Schmerz wird aufhören. Du gehörst nicht zu ihnen. Du gehörst zu uns. Mira, raus aus meinem Kopf! Okay. Nichts. Gut, wir haben es nicht gefunden. Wir müssen nur rausfinden, wie wir reinkommen. Oh, scheiße. Ich glaube, in die Rundstrahlen sollten wir nicht reinlaufen. Komm da nicht rein. Nicht solange diese Türme da sind. Immer schön. Ein Generator. Da kommen wir ja. Schon mal nicht. Kann Jack da dran was machen? Nee. Oh, ich will immer dran Y drücken zum Waffenwechseln. Ja, ja. Hier kann man auch irgendwie nichts machen. Die Schockfalle würde ihn grillen. Ah, danke für den Tipp. Fahren nochmal die Schockfalle. Ui. Das hier. Klingt so, als hätte es geklappt. Sollte es. Scheiße, wir haben nicht alle erwischt. Es muss noch ein Generator geben. Vorsicht! Oh. Ey. Oh nee. Hey, ich hab den anderen. Hey. Bist du durchgerannt oder was? Ich bin einfach durchgerannt. Okay. Oder, wie ging das nochmal? So. Ein bisschen und Y. Ich muss erstmal gucken, was war nochmal. Das war es nicht. Das. Dieses Ding, was aussieht wie so ein Zahn. Aha, ja. Okay. Gut, dass Jack bei mir die ganze Zeit ist. Bist du bereit für ein paar Antworten? Mehr als bereit. Da war kurz hier. Ne, ich bin dann einfach durchgerannt. Abgelenkt. So darüber reinfallen. Du regst dich so auf? Wegen einem Nadelstich? Ich habe empfindliche Hände. Ordentliche Identifikation ist für den Einlass erforderlich. Der Zutritt wurde verweigert. Guten Tag. Was? Niles? Bist das du? Ordentliche Identifikation ist für den Einlass erforderlich. Ordentliche Identifikation? Hey, probier's ruhig aus. Aber es tut mehr weh, als du denkst. So kommt natürlich rein. Ach, wer hat's gedacht? Zutritt gewährt. Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause? Bitte sehr, folgt mir. Was heißt denn hier, willkommen zu Hause? Bedarf das wirklich einer Erklärung? Ich mag den Kauderwelsch redenden Niles mehr als diese kryptische Mülltonne. Ah, du bist wohl auf mein minderwertiges Konstrukt getroffen, die New Hope. Zur Hölle. Hier drin. Wieso haben wir nur die Pistolen auf einmal? Meine Güte. Offenbar sind einige unserer Biojets defekt. Das muss ein Systemfehler sein. Was du nicht sagst. Natürlich können wir erst fortfahren, wenn diese Cryojets deaktiviert sind. Wärst du bitte so freundlich? Erbärmliches Mülleimer-Arschloch. Cryojets werden vermutlich genauso wie die Türme angetrieben. Suchen wir den Generator. Ah, ja, natürlich.
Meine. Müssen wir gucken, ob wir das upgraden können. Mal gucken. Wir haben 9. Dann mach irgendwas. Quatsch. Upgrade. Okay, das hat gereicht. Dann sollten wir zum Mülleimer zurückkehren. Was hast du gemacht? Blitz. Habe ich verbessert. Sehr gut. Ja, Jack kommt schon. Ich wollte diese Cryo-Jets schon seit geraumer Zeit zurücksetzen. Eieiei, was ist hier los? Oh, die sind eingekrührt. Niles? Auf die Erklärung hierfür bin ich echt gespannt. Das? Nur die Überreste eines alten Betriebsunfalls. Del, diese Tanks sind die gleichen wie in New Hope. Ja, hab's bemerkt. Oh, stimmt. Als meine Arbeit dort begann, habe ich versucht, Kinder mit Rostlunge zu heilen. Aber im Laufe der Zeit änderten sich die Dinge. Ducour wollte Medizin. Ich gab ihnen Götter. Naja, Schnee von gestern. Der sieht aus wie so ein Athlet. Hast du irgendwas gefunden? Nee, ja. Nö. Gollum. Würde mich nicht wundern, wenn die Dinge hier aufgehen nach dem Rückweg. Guck mal, hier ist Gollum. Da war Gollum, ist kaputt. Hier entlang. Warum seid ihr hierher gekommen, nachdem die Kur euren Laden dicht gemacht hatte? Unsere Familie braucht einen Ort, um weiterzuarbeiten. Ungestört. Deine Familie hat das niemals allein gebaut. Du besitzt sicherlich die nötige Sicherheitsfreigabe für diese Information. Aber hier scheint nichts zu sein. Nö. Das nächste Areal ist wirklich faszinierend. Was zur Hölle? Jedem Durchbruch gehen viele Fehlschläge voraus. Hier befinden sich einige instabilere Subjekte. Dieser Durchbruch, wie ist der euch gelungen? Durch Zufall stießen wir auf das Kind eines Minenarbeiters. Immun gegen Alterung, Krankheiten, wie eine Tochter zogen wir sie auf. Weil da, wo eigentlich was liegen sollte, liegt natürlich nichts. Das dürfte für Sie von besonderem Interesse sein. 72 von 106 haben wir. Okay. Was ist das? Das ist einer unserer ersten erfolgreichen Hybriden. Hybrid? Also ein Locust? Ein und dasselbe. In unserer vorherigen Anlage gab es Probleme mit der genetischen Stabilität. Die Sires waren unruhig und steril. Ein Problem, ganz offensichtlich. Aber die Locust waren anders. Gut zu kontrollieren. Die perfekten Soldaten. Und glücklicherweise zur Vermehrung fähig. Was war anders an ihnen? Ihre Zellen. Die Kinder der Arbeiter aus den Emulsionsminen waren genetisch höchst interessant. So wie die einheimischen Kreaturen der Hohlmasse. Und sämtliche genetische Forschung? Ist hier drin? So ist es. Oh, Scheiße. Hey, hey, Jack, Jack, komm her! Du musst alles von diesem Terminal runterladen.
Oh Mann. Ich glaube, ich will nicht wissen, was manche dieser Dateinamen bedeuten. Aber als das Ausmaß der genetischen Immunität gegen Emotionen eines ganz besonderen Kindes deutlich wurde, begann unsere Arbeit erst richtig. Sie ist bestimmt das Kind. Bitte. Nur zu. Möglich. Das ist natürlich Mara. Oder wie ihr sie kennt, die Königin Mara. Du hast sie mit den Sayers gepaart? Nichts derart Grässliches. Ihre Stammzellen waren jedoch mit der DNA des Sayers erfreulich kompatibel. Aber wir haben vieles unterschätzt. Die mütterlichen Gefühle der jungen Mara etwa. Lass mich raten. Sie hat ihre Kinder gegen euch eingesetzt. Nein, nein, nein. Nun ja, doch. Was ich aber meinte, waren ihre eher traditionellen Muttergefühle zu ihrer Tochter. Die kleine Raina. Deine Mutter. Deine Mutter. Du lügst. Das tue ich nicht. Deine Mutter wurde hier geboren und uns von ihrem rückgratlosen Vater geraubt. Dadurch wurde die unglückliche Rebellion der jungen Mara ausgelöst. Warum erzählst du mir das? Du besitzt so viele Waffen, Vater, die du noch nicht verstehst. Hey, was ist hier los? Er wird dich töten, wenn er es erfährt. Das werden sie alle. Was hast du gesagt? Hey, hey, was machst du? Warum bist du mit mir gekommen? Was hast du mit JD besprochen? Kate, ich werde dir nichts tun. Nein? Vielleicht solltest du. Oder ich tue es selbst. Hey. Das würde die Verbindung zwischen dir und den Lockers tatsächlich trennen. Nein, halt Maul! Ich werde nicht zulassen, dass ich ende wie meine Mutter. Deine Mutter? Was haben sie mit deiner Mutter angestellt? Tod. Sie haben sie verändert. Sie wurde getötet. Ich weiß von nichts. Ich habe sie getötet. Aber das ist der Prozess, der es ihnen erlaubt zu lernen und zu wachsen. Ohne Königin fehlt ihnen die Führung. Siehst du? Siehst du? Ich bin eine Waffe. Nein. Das bist du nicht. Weißt du, in der Siedlung, als ich in dem Häscher gefangen war, hatte ich die Kontrolle über sie. Was? Ich glaube, ich habe Oscar getötet. Warte mal. Glaubst du das? Oder hast du das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will wieder klar denken können. Ich will, dass es aufhört. Okay. Und du wirst dafür sorgen. Und was, wenn nicht? Dann löschen wir dich und vernichten deine ganzen kostbaren Forschungsergebnisse. Bitte, dann lasst mich euch helfen. Und wir sollen dir das einfach so glauben? Ihr dürft trauen oder misstrauen, wem auch immer ihr wollt. Eines muss ich wissen. Deine Mutter und der Schwarmstock, wehrte sie sich? Natürlich hat sie das. Wie befürchtet. Die junge Mara brauchte keine solch grobe Einverleibung. Niles, verrat mir eine Sache. Mein Großvater. Wer war er? Einer meiner besten Genetiker. Er floh mit der kleinen Raina, weil er nicht mehr an unsere Arbeit glaubte. Wusste Mara, wo er sie hinbrachte? Ich sagte Mara, Raina wäre bei einem Fluchtversuch gestorben. Ich nahm an, die Sache wäre damit erledigt. Ich habe mich verkalkuliert. Warum ist der jetzt kaputt gegangen? Aber scheinbar haben wir noch eine Fehlfunktion. Vielleicht kümmerst du dich darum. Figur. Retro-Lancer. Die schickt, glaube ich, nicht umsonst ein Geschütz, ne? Ja. Kannst du aber nicht nehmen. Noch nicht. Lass mal Orange, ey. Ich glaube, wir brauchen hier
So ist hier. Genau. Ja, hier, bleib drüben. Ich bin doch schon da. Oh, er hat es geschafft. Dein kleiner Freund ist wirklich praktisch. Pass auf, du Mülleimer. Jack ist vergeben. Nun, ihr geht ein reizendes Pärchen ab. Rohr. Man kann Rohr aufheben. Was? Rohr? Bitte, folge mir. Alles klar. Nehmen wir mal das Rohr. Sammlerstück gefunden. Weil stehen die Geschütze. Gib Bescheid, wenn wir die Führung fortsetzen können. Warte mal, ich will mal hier gucken. Ist hier noch irgendwas? Nö. Bisschen nicht. Wir sind fast da. Sag mal, wie fühlt es sich an, wenn sich das Lebenswerk gegen einen richtet? Ich entschied mich, es anders zu betrachten. Die Locust strebten nach Unabhängigkeit. Myra wies ihnen den Weg. Ich war immer sehr stolz auf deine Großmutter. Auch jetzt noch. Ach, was zur Hölle. Die Materialien entstand aus den Stammzellen deiner Großmutter und Saya-DNA. Das glaube ich nicht. Bei dem anderen sind sie auch nicht aufgegangen. Der Große wird vielleicht freikommen, ja. Kräfte zu kontrollieren. Reicht schon. Aber wir können damit auch deine Bindung kappen, wenn du willst. Wie funktioniert das? Indem ich dein Hirn leicht beschädige. Wie bitte? Was heißt ihr Hirn leicht beschädigen? Ihre Verbindung zu den Locust basiert auf einem genetischen Algorithmus in ihrem Temporallab. Diese Änderung bedarf einer Betäubung, würde ich sagen. Wie eine Lobotomie. Eine Lobotomie ist sehr invasiv. Das hier ist gezielt. Während ich arbeite, wird die Matriarchin deinen Verstand steuern, unbemerkt, zu seinem Ziel. Okay. Also gut. Nein, nein, nein. Das lässt du schön bleiben. Ich traue dem Teil nicht. Dann beobachte ihn. Aber ich muss das tun. Ich verliere die Kontrolle. Ich will niemandem mehr schaden, verstanden? Verstanden. So, jetzt musst du mich bestimmt schützen. Nicht. Ich versuche es so schmerzlos wie möglich zu machen. Ja, das rate ich dir. Siehst du das jetzt auch? Mhm. Das ist ein offizielles Sequenz. Okay. Sieht aus wie eine BOW von Resident Evil, ja. Hey, geht's dir gut? Ja, es geht dir gut. Geduld. Hey, Kate, schon gut. Ich bin hier.
Mom. Mom? Niles? Niles? Wo willst du hin? Niles! Stopp! Shit! Jack, komm hierher und schalte das ab! Jack, weg, weg da! Bei dir alles okay? Ja, ja, aber... Okay, komm schon, wir besprechen das später. Nein, warte. Er hat mich benutzt. Meine Mutter, sie lebt noch. Was? Es war nicht wirklich sie, aber irgendwie schon. Wo ist er? Notfallabriegelung aktiviert. Oh, shit. Oh, shit. Na los, er ist hier lang. Auskämpfen. Komm schon, komm schon, komm schon! Na, wer hätte das gedacht? Komm zurück, Niles! Verfluchte Scheiße! Rechts lang. Du verstehst sicher, wie gütig ich zu dir bin. Du bist nicht mehr anfällig für den schwachen Verstand und deine Mutter wurde erweckt. Ach, tja, sozusagen. Pass auf, Alter. Oh, dich Scheiße, mach ich kalt! Ich glaub nicht, dass er uns hört. Ist mir scheißegal! Chronogenik-Abriegelung beginnt. Verlassen Sie sofort das Labor. Scheiße! Wir müssen es stoppen. Such nach einem Weg durch. Hier liegt auch ein Rohr. Wir müssen durch das Eis. Mit. Bestimmt die mit stark oder so, oder? Kannst aber nur ein Rohr gleichzeitig mitnehmen. Ja. Ich lass ihn bezahlen. Du wirst bloß erfrieren, wenn wir diese Abriegelung nicht aufheben. Ich glaube, wir müssen Dings benutzen. Ah ja. Okay. Ja, leichten Schaden. Okay. Mhm. Scheiße! Ich glaube, das war Niles! Dann pack seine Hand auf den Scanner! Identifizierung. Direktor Niles Sampson. Genehmigt. Kryogenik-Abriegelung eingestellt. Von wegen Industrieunfall. Er hat den ganzen Laden hier tiefgekühlt, bevor er verblutet ist. Auf Nimmerwiedersehen. Dell? Die Matriarchin ist weg. Oh, das dürfte... Muss schon zufahren. Finden wir einfach Niles, komm. Immer noch, aber... Weiß ich nicht. Nö. Nee. Die Befreiung der Matriarchin war unklug. Dafür stirbst du. Das heißt, du wirst nie wieder die Erhabenheit deiner Mutter erblicken. So, Blitz ist jetzt komplett abgetrailt. Ich will dich töten, Niles! Was war das nochmal? Da, Dings. Ey. Gegner betäubt oder einfriert. Ach so. Jetzt, erzeugt Blitz auch einen mäßigen Schaden. Let's go. Hilf mir mal beim Heben! Nö. Sagst du mir, wovon zum Henker Niles da redet? Später. Erst ist Niles an der Reihe. Hallo. Kryokanone.
Ein Kind weißt du, was braucht kommt. Spielgefährten. Viel Spaß. Del? Natürlich. Ah, ich kann's sehen. Machen wir sie fertig. Nicht da. Bist du denn besoffen? Ja. Vorsicht! Mehr Lokes! Drei Schläge brauchen wir nicht. Genau was ich brauchte. Gut gemacht, Jack! Nee, das war mit Absicht jetzt. Kein Abschluss. Die Scheiße. Das ist für mich. Ja, weil die so eine kurze Reichweite hat. Was niemand versteht, ist, dass meine Kinder niemals sterben werden. Sie wurden entwickelt, um Generationskonflikte zu überstehen. Sie können sich zurückziehen oder ruhen, aber sie kommen immer wieder. Dafür haben wir gesorgt. Ich freue mich darauf, dem Mülleimer das Maul zu stopfen. Wenn wir mal wieder Blitz zur Verfügung haben, müssen wir bestimmt mal auf den Generator hier machen. Dauert aber lange, bis es fertig ist. Ja. Da würden die bestimmt nur eingefroren werden, die hier drin sind oder so. Dann müssen wir mal zurück. Nee, wir müssen jetzt durch. Nee, wir müssen ja da durch. Meins. Gott, dauert das lange, ey. Jetzt. Hier sind noch Granaten aufgesammelt. So, Kanone, diesmal. Nee, liegt da noch genug Munition. Ich hab erstmal. Ich bin auch voll. Oh, nee, dann nehm ich lieber die Schrotflinte. Ich nehm die. Bin der Klempner. Nehmen wir denn lang? Hä? Die Tür einfrieren. Anders hätte sein können. Nee. Schieß nochmal drauf, wenn die gefroren ist. Na, nee. Irgendwie bringt. Nee, der Hebel hier. Nehmen wir mal den Hebel. Wo ist dein Hebel? Wow. Hab ich gesehen. Scheiße! Zu! Sie muss irgendwie anders aufgehen. Hätte gesagt, die hoch, aber. Ob Jack helfen kann? So, Jack. Na schön, Kleiner, such uns einen Weg raus. Ja, da oben wollte ich hin. Kate, mehr Lokoste im Anmarsch! Dann halt sie auf! Was? Hey, Jack, lass dir nicht zu viel Zeit! Fragwurf! Nimm das! Alter, was die schlucken, ey! Kate, war das schon immer so weit, die das? Gut, aber wir gehen noch nicht. Ich lass die Dinger nicht leben. Oh. Gut, dann erledigen wir sie. Ach.
Scheiße, es kommen noch mehr! Granate auf! Fängst du. Oh, komm her! Hab dich! Alle tot! Dann verfolgen wir Niles. Genau. Haben wir uns so mitnehmen. Oh, jetzt schon. Eine Sekunde vorher sagen müssen, aber ich glaube, er liegt nur überall genau. Nee. Retro. Oh, let's go. Zeit zu gehen. Oh nein. Jetzt kommt der Große, oder? Stimmt. Oh, Scheiße! Ah. Oh. Kate! Schnell, schließ die Tür! Schließ sie! Geschafft! Wird das halten? Ich hab exakt null Interesse, das rauszufinden. Weg hier! Was ist das für ein Ding? Kurz in seinen Kopf geguckt. Frag lieber nicht. Wo zum Teufel ist Niles? Meine Güte, offenbar hat jemand meine Sires aus ihrer langen Ruhephase geweckt. Wer das wohl gewesen sein könnte? Del, bereit machen! Wie ist das denn? Boah, der hat mich! Alter. Das hat nicht. Okay. Oder nicht? Das ist ein Sire. Kate! Noch mehr! Ja, pfui. Ich seh's! Oh, meine Sires hatten schon so lange keinen Auslauf. Ziel ausgeschaltet! Ganz bald, Junge. Dumme Viecher. Ja, Schrot könnte ich auch nehmen. Aua! Scheiße! Ich komme, Kate! Weil mich nicht passieren würde, was du machst. Das waren alle. Er hat zerfetzt im Rohr. Na los! Hey, Niles! Wir sind noch da! Ich glaub echt nicht, dass er dich hört. Ist mir echt egal. Los, öffnen wir sie. Oh, Scheiße, stopp. Oh. Na, was meinst du, wozu wir gleich die zwei Geschütze brauchen, ne? Warte, sie sieht uns nicht. Ist sie etwa blind? Er hört nur. Glaub schon. Sie mag die Kälte gar nicht. In der Maschine. Hast du die Gedanken des Viehs gelesen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was es war. Aber es war wirklich. Zwei für Munition. Er weiß, dass wir gleich gegen das Vieh kämpfen dürfen. Ich glaube, hier entlang sollten wir nicht gehen. Cool. Warte mal, da ist eine. Warte mal. Jack, Schockfalle. Liegt doch hier bestimmt irgendwas. Oder nicht? Wow. Voll umsonst, ey.
Ah, gut. Dann doch hier lang. Aber dem Vieh könnte die Kryowaffe vielleicht nützlich sein. Ich nehme sie mal mit. Na ja. Was ist die wieder? Aus seinem Korn. Hilfe! Was kann der? Sie haben Bär! Labor ist sauber. Weiter geht's. Oh, ich glaube eine Trophäe. Das Interesse meiner Sires an Selbsterhaltung war immer mangelhaft. Aber seid versichert, der Matriarchin entkommt ihr nicht. Del, Niles verliert irgendwas. Anscheinend ist er hier lang. Was macht ein RP bei der Waffe? Wenn der Gottseher gedrückt. Folgen wir der Spur. Kommen irgendwie vorne so Flammen oder so, also so kleine Flammen raus. Okay. Wir müssen ihn immer noch kriegen. Folgen wir seiner Spur. Halt! Del! Da ist er! Verdammt! Hallo. Jack! Schockes! Na los, komm schon! Granaten. Da liegen noch Granaten. Ich nehme mal ein Rohr mit hier. Hier liegen noch Granaten, falls raus. Direkt hinter dir, Niles. Was geschehen ist, lässt sich nicht ändern. Der Planet gehört ihnen. Ich sagte doch, ich krieg dich. Vorsicht! Oh je. Del! Jetzt oder nie! Töten wir dieses Ding! Ist drauf. Werfe Granate! Rücken oder nicht? Granate! Ah, am Rücken musst du schießen. Da! Auf dem Rücken! Unsere Chance! Schieß auf den Rücken! Da muss mal hinten kommen. Heilige Scheiße! Alter, hält der viel aus. Oh, müssen wir nach hinten laufen, oder was? Mhm. Gar nicht gut! Boah, der war aber schnell draus. Ja, so. So, und jetzt? Bin ich wieder in einer anderen Welt, oder so? Katie! Alter! Mama, Mama! Wo will der? Jetzt hält's Eis, oder was? Rausschießen. Steh auf, der! Wow. Boah, was? Schießt gut! Jetzt. Könnte eine Weile dauern. Mhm. Auf, pass auf! Komm schon!
So nicht, mein Freund. Jack, bring! Wow, was ist das denn? Du musst da weg! Der hat 30 Schuss. Wow! Ich glaub, der ist zu much. Das ist ja Müll. Da konnte ich ja gar nichts machen. Da hat er dich in deine Einzelteile zerlegt. Gut möglich. Und nochmal von vorn. Yay. Vorsicht! Oh je. Del! Jetzt oder nie! Töten wir dieses Ding! Oh, was hab ich denn lieber für noch? Wow. What the? Was war denn das? Dreht sich um, springt hoch und ich bin zermatscht. Das war jetzt doof. Vorsicht! Glaub ich. Oh je. Naja. Del! Jetzt oder nie! Töten wir dieses Ding! Geht nicht zu nah dran. Da! Auf dem Rücken! Sie weiß, wo du bist! Unsere Chance! Schieß auf den Rücken! Heilige Scheiße! Erstmal hinspringen. Nee, gerade nicht. Auf meinen Namen zu sagen. Ach komm! Das ist ein bisschen lächerlich. Da roll ich weg und er springt genau dahin, wo ich hinroll. Gott, ey. Nervt das Vieh. Ein bisschen. Fein Schluck, der wird hier. Vorsicht! Immer auf dem Horn. Aber man könnte ja auch mal Dings erklären, weil. Man könnte das hier auch mal wegtreten können. Del! Jetzt oder nie! Töten wir dieses Ding! Hallo, ich kann nicht laufen. Der. Da! Auf dem Rücken! Wow. Wow. Also, lass mich doch mal die Seiten wechseln. Mama ist sauer. Unsere Chance, schieß auf den Rücken. Das will ich mal ausprobieren. Das funktioniert nämlich auch, wusste ich's doch. Ja. Aber nicht lange. Ist kurz. Ah. Viel zu kurz. Hast du auch gerade rote Wolken? Nee. Ja, hab ich nur. Ich sehe fast nichts vom Schlachtfeld. Deswegen schieß ich mal das Eis kaputt. Also. Oh.
Nate! Wow. Keine Ahnung, ob das was gebracht hat. Bleib mal lieber bei der Strategie. Vorsicht! Wow. Das ist kacke. Darfst echt nicht zu nahe stehen, wenn er das macht. Oh Gott, nicht nochmal! Katie! Katie! Okay, hier immer nichts, das nervt. Brauch mal kurz Munition. Oder darfst du halt nicht mehr schießen, wenn er auftaucht? Aber er macht ja einen Eis. Ach komm. Steh auf, steh auf! Junge, Junge, Junge. Da will der mich fahren. Will der denn hin? Verfalle! Du musst da weg! Schockfalle gemacht. Oh ja. Fahrst du denn jetzt oder was? Ey, mich hat nichts getroffen. Auf einmal hat er die Sequenz, dass er getroffen wurde, gell? Ach, der nervt. Der nervt echt. So ein Schwachsinn. Mich hat gar nichts getroffen. Genau in dem Moment, wo er geschossen hat, nämlich gerollt. Aber ich hab auch nicht getroffen. Vorsicht! Das macht das hier nicht weg. Nicht wegdrücken, ne. Oh je. Frisst viel zu viel, ey. Del, jetzt oder nicht? Töten wir dieses Ding! Ich meine, wie wenig man den abzieht, ey. Da! Auf dem Rücken! Sie weiß, wo unsere Chance! Schieß auf den Rücken! Granatenwurf! Oh, nicht Granate. Das nicht. Heilige Scheiße! Bleiben wir jetzt ein bisschen weiter getrennt, würde ich sagen. Boah, warum bricht das Eis nicht? Es jetzt bricht. Du bist gar nicht gut! Schau raus. Ey. Ich sehe wieder nichts. Katie. Katie, Katie. So, nein. Ah. Wow. Was? Da war ja. Gott, nicht nochmal! Das nervt mich. Ich sehe wieder null. Katie. Ach, da ist ein Bo. Wow, ich sehe nichts. Ah.
Rollen. Hab ich. Also jetzt kann er mal nicht. Ey, das fährt doch so viel Energie, Junge. Na ja, hast du gesehen. Digga. Oh nö, sieht das aus? Ich kann nachladen. Okay, bin bei nicht mehr weg gewesen. Ach, ich war hinterm Eidel. Nicht getroffen? Nee, muss auch nicht. Ich hab mich hinter so einem Eiszapfen versteckt. Gut, ey, willst du langsam mal drauf gehen? Katie! Seh wieder nix. Falsche Test. Verbindung zu mir, was? Hey, ich halte dich aus! Come on. Easy. Oh, endlich. Easy. Gott, geh mir das Vieh auf den Keks. Wir wollten alles gerade biegen, aber ich hab's noch schlimmer gemacht. Und du bist sicher, dass es echt war? Das war's. Okay, vielleicht wird sie uns... Ich weiß nicht, irgendwie helfen. Würde sie, wenn sie könnte. Aber sie ist nicht mehr meine Mutter. Und wer ist sie dann? Ihre Königin. Komm schon, lass uns verschwinden. Haben und Niles Vorhersage sich bewahrheitet, brauchen wir einen neuen Plan. Nein, wir brauchen den alten Plan und den Hammer der Morgenröte. Mal wieder. Ohne das Ding kriegen sie auch nichts geschissen, ne? Ach, Gott sei Dank. Nee, irgendwie nicht. Braucht ihr vielleicht ein Taxi? Wie habt ihr uns gefunden? Glaubst du, ich überlasse dir eine einzigartige Technologie und kann sie nicht bis zum Mittelpunkt des Planeten verfolgen? Ja, ja, schon gut. Und apropos einzigartig, hilf mir mal mit dem Skiff. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja. Und jetzt müssen wir es töten. Ist sie, du weißt schon, okay? Nicht wirklich. Aber ich hab da mal eine Frage. Wie lange wird es dauern, den Hammer der Morgenröte zu aktivieren? Lustig, dass du fragst. Die Festplatte, die du vor ein paar Monaten gefunden hast, über die UUR. Ja? Interessantes Zeug. Wie interessant? Wirst du sehen. Ich hab zum Glück einen alten UUR-Kontaktmann. Ab nach Hause, Sam. Geht klar, Schätzchen. Weiß man auf jeden Fall, dass man das Ding nochmal braucht. Paar Wochen später. Haben sie erst einen Urlaub gemacht oder was? Scheinbar.
Akt 3, Kapitel 1, Kampfgeist gefragt. Region Vaskar, ehemals besetztes Ur-Territorium. Heimat des geheimen Raumfahrtprogramms der Union Unabhängiger Republiken. Ich war vorher noch nie in UUR-Gebiet. Bist du jetzt auch nicht. Vaskar war unabhängig. Der UUR blieb nur die Ehre der Besetzung. Verzeihung. Befreiung dieses ruhmreichen Landes. Okay. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, dass hier draußen nur noch wütende Nomaden leben? Das ist Garen Paddock, der mit Abstand wütendste aller Nomaden. Das ist ein UUR-Kontakt, Mann? Ich mag zwei Dinge nicht, Bert. Die Kor und Kinder. Und du bringst mir beides. Weißt du, was ich nicht mag? Alte Männer und Wüsten. Und doch sind wir hier. Die gefällt mir. Kommt mit. Das Raumfahrtprogramm der UUR war viel weiter fortgeschritten, als die Kor öffentlich zugeben wollte. Irgendwo in diesem Raumhafen befindet sich eine Rakete mit funktionstüchtigen Hammer der Morgenröte-Satelliten. Ich glaube, wir können das System wieder hochfahren und dem Schwarm eine volle Breitseite verpassen. Wenn die UUR Satelliten in den Pendulum kriegen hatte, warum setzte man sie nicht ein? Die Politiker wollten einen Waffenstillstand. Ein Satellitenstart hätte weitere 100 Jahre Krieg bedeutet. Aber einige vom Militär wollten ihn trotzdem starten. Tja, und das führte irgendwie zu einem klitzekleinen Bürgerkrieg. Wir kennen den Grundriss des Raumhafens. Wo sind die Satelliten? Versuch zum Raketenhangar. Hier. Die Sturmfronten machen einen Flug über die Wüste unmöglich. Und da kommt euer Skiff ins Spiel. Frage. Wissen wir, ob die Satelliten noch funktionieren? Oder überhaupt kompatibel sind mit unseren? Antwort wissen wir nicht. Und da kommt ihr ins Spiel. Außer ihr seid dafür zu feige. Oder zu dumm. Oder zu schwach. Wer ist das? Ein Freund, ob du es glaubst oder nicht. Macht euch mit dem Aufbau dieser Anlage vertraut. Es besteht die Chance, dass sie unter dem Sand vergraben ist. Und kommt zu mir, bevor ihr geht. Okay. Ist dir klar, dass das auch daneben gehen kann? Mir egal. Wir kriegen das hin. Müssen wir einfach. Vielleicht solltest du mir sagen, was du in der Maschine gesehen hast. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es gefühlt. Sie haben jetzt eine Königin. Sie werden nicht aufhören. Ich habe sie geweckt. Also muss ich sie auch aufhalten. Ja, aber es liegt nicht nur an dir. Komm schon. Gehen wir zu Barrett. Ich finde irgendwie immer nur eins. Bist Kai kein Profi. Das mit dem roten Sand sieht cool aus. Da hat jemand Star Wars Episode 8 geguckt. Das Blut. Trocknetes Blut. Ah, du hast auch nur eins gefunden. Das ist das Salzplanet von Episode 8. Ja, natürlich. Ah. Da bestimmt noch irgendwas rum. Da liegt doch was, sag ich doch. Oh gut, du bist hier. Schnapp dir das Modul vom Tisch. Jack ist fällig für ein Upgrade. Warte. Hier gibt's auch noch was. Denke ich mal. Also, wir haben dafür nicht gerade alle Zeit der Welt. Klar. Nerv nicht. Oh, ich doch, hier gibt's auch noch was. Hier gibt's noch was. Weißt du, das Modul installiert sich nicht von selbst. Ich meine ja nur. Bert, nerv nicht. Alles mit der Ruhe, mein Freund.
glaube, jetzt haben wir alles, oder? Zumindest das, was wir gesehen haben. Da kann man doch her. Da kann man ja. Ja, stimmt. Na gut, wie sieht's eigentlich aus? Kann man's upgraden? 9 Hammer. Das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig. Na, ein paar Fähigkeiten sehen wir noch. Können wir erstmal aufheben und gucken, was da noch kommt. Was einfangen? Schockfalle verlangsamt Gegner stärker. Sie können eine zweite Schockfalle platzieren, ohne die erste dabei zu zerstören. Ich würde erstmal aufheben, auf neue Fähigkeiten. Kommen nur noch zwei. Naja, eben deswegen. Wir kriegen jetzt 100%ig eine neue. Naja. Deswegen einfach mal abwarten, was das jetzt für eine ist. Ich finde, Kern sollte man eigentlich auch mal upgraden. Da laden sich die Fähigkeiten schneller wieder auf. Für Kills und Kopfschüsse. Na gut, dann gucken wir mal, was er hier hat für uns. Was für eine neue Fähigkeit. Sieht aus wie ein Bohrer? Entführung. Jack übernimmt vorübergehend die Kontrolle über einen Gegner. Im Koop kann nur der Spieler, der Jack steuert, diese Ausrüstung oder upgraden. Aber das bezieht sich jetzt nur auf die Roboter, oder was? Weiß nicht. Kommst du nicht ausrüsten. Upgraden. Entführung hält 30% länger an. Verpasst einfach den Gegner. Wow, das letzte ist cool. Bombenimplantat. Entführer, Opfer explodieren, wenn sie sterben. Fertig. Was macht das Ding? Mir nach. Vor ein paar Tagen habe ich Paddock ein Care-Paket geschickt. Mit ein paar Dibis und Egeln. Interessant. Potenziell gefährlich, aber interessant. Danke. Weißt du, als du Nals Maschine beschrieben hast, kam mir eine Idee. Ich nenne es Entführung. Na los, versucht es. Hier liegt noch was. Junge. Oh, hier den Großen. Was zur Hölle? Zeig ihn, was du kannst, Jack! Na, scheint sich auf die Roboter zu beziehen, ja. Auf mechanische Gegner, ja. Das ist ja cool. Du weißt, wie man den Schwarmverstand außer Kraft setzt? Nein. Jack flutet nur ihre Hirne mit ein paar Volt. Ist primitiv, hält nicht lang an, aber es klappt. Gegen welchen Schwarm können wir es einsetzen? Nun, unsere Testdaten sind zwar begrenzt, aber... weißt du was? Dreh durch da draußen. Mal sehen, was passiert. Alles klar. Und das kannst du abkönnen. Noch was. Bei der Fähigkeit. Sieh doch mal nach Paddock, bevor du gehst. Hab ich doch gerade gelesen. Hörst du mir nicht zu? Ich war selber gerade im... Noch was, Bert. Mini beschäftigt. Da hab ich gesagt, das letzte ist cool. Entführte Opfer explodieren, wenn sie sterben. Dieses Mal. Okay. Machen wir es richtig. Weil ich kann die Fähigkeit nämlich nicht sehen. War nicht deine Schuld. Warum das? Warte, schick dir mal ein Bild. Aber ich hab den Knopf gedrückt. Hatte kein gutes Gefühl dabei. Also kannst du die gar nicht benutzen, die Fähigkeit, oder was? Doch, benutzen schon, aber ich kann halt keine auswählen. Da wir gerade dabei sind, hast du irgendwann JD gesehen? Das versuche ich zu vermeiden. Okay, so doof. Dieser Paddock, woher kennst du ihn? Wir waren im selben Trupp und zusammen vorm Kriegsgericht. Ob du es glaubst oder nicht, das schweißt zusammen. Du traust ihm also? Naja, jedes Mal, wenn ich ihn treffe, droht er damit, nie wieder mit mir zu sprechen. Aber sonst... Bin ich nicht richtig geladen, oder was? Ich vertraue. Vielleicht, keine Ahnung. Egal. Los. Gehen wir zu Paddock. Habt ihr den Akzent von diesem Paddock gehört? Goras Najanisch. Ja. Gesundheit. Und sie hatten damals einen gewissen Ruf. Folter, Kriegsverbrechen. Also wo ich herkomme, hat die Chor den gleichen Ruf.
Seht euch das an, Kinder. Bis vor wenigen Wochen kamen wir gut zurecht. Sogenannten Schwarm. Dann hat sich alles geändert. Schwere Schwarmwaffe. Plötzlich trugen sie Rüstungen. Was bis sie Munitionsversager hat. Bedien dich, wenn du willst. Das sind der Munitionsversager. Ja, deshalb habe ich auch Bertha. Ich schätze mal, dass wir Munitionsversagen heißen. Wir helfen euch mit eurer Rakete. Ihr erkämpft für uns das Land zurück. Nehmt die Länder trotzdem noch mit. Unsere Wasserversorgung wurde gekappt. Wir wollten sie wiederherstellen, ja. Aber euer Schwarm macht es nicht gerade leichter. Milde gesagt. Der Hammer hat zwar Priorität, aber... Sagen wir mal, wir helfen. Was braucht ihr? Unser Wasserturm. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. Ich habe länger nichts von meinen Leuten dort gehört. Keine Ahnung, was da genau los ist. Schaut doch einfach mal vorbei. Okay. Was war denn das nochmal für eine Waffe? Jetzt die Frage aller Fragen. Seid ich glaube, keine Ahnung. Nee, die... Euer Skiff steht jedenfalls auf der Stadt. Max, K1 oder die Einschusswaffe, gell? Ja. So, jetzt kommen wir, glaube ich, da... Stimmt, umso schneller du schießt, umso präziser ist die. Boah, das Nachladen dauert ja ewig bei dem Ding. Lass mal zum Skiff gehen. Du bist jetzt theoretisch auch wieder... Ich glaube, ich nehme noch die Einschusswaffe mit. Was ist beruhigend? So seltsame Formationen habe ich noch nie gesehen. Das ist Sand. Super heiß gegrillt von einem Blitzgewitter. Ach ja? Wie geht das? Okay. Hohe Druckstöße. Ändert die atomare Struktur des Sandes. Du hast deine Berufung verfehlt. Du solltest Wissenschaften lehren. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich das mal. Ich habe 5 gefunden. Kann man nochmal upgraden? Halt nicht dem Ziel. Bei? Ne, doch. Wow, du kannst das Ziel, was du entführst, sogar heilen. Hm. Egal, her damit. Oh. Baird, erwarten wir noch jemanden? Nein, tun wir nicht. Tja, das verheißt nichts Gutes. JD. Ach, das glaube ich jetzt nicht. Wollt ihr uns etwa aufhalten? Eigentlich? Daraus wird nichts. Kate. Du solltest ausnahmsweise mal zuhören. Kate. Ich höre zu. Ja, weißt du, ist nicht nötig. Ich bin fertig. Okay. Ich will dir helfen. Wenn ich darf. Wie bitte? Was? Dad hat mir von Mount Kadar erzählt, was ihr erfahren habt. Und, ja, ich weiß, dass du mir nicht traust. Nach allem, was passiert ist, was ich getan habe, kann ich es dir nicht verübeln. Und was sagt Jin dazu, dass du hier bist? Jetzt bist Jin du doch eine Ehrenklatze. Weiß nichts davon. Ach, wirklich? Und lass mich raten. Er will sicher auch nur helfen. Ja. Fass ist nämlich gar nicht so übel. Naja, bin ich eigentlich schon. Du hast dich nur an mich gewöhnt. Wer zum Henker sind die? Freunde. Sie kommen mit uns. Ja? Die gefallen mir nicht. War ja klar. Wenn du die beiden mitnehmen willst, von mir aus. Aber ich rede mit dir, nicht mit denen. Kommt ihr damit klar? Wie gesagt, ich will nur helfen. Bert. Tja, dann los. Schwingen wir uns in den Raven und suchen ein paar Satelliten. Kein Raven. Die Sturmfronten da draußen bringen einen um. Also was? Sollen wir laufen? Hey Mann, wenn du laufen willst, nur zu. Wir haben andere Pläne. Ach, doch nicht mit dem Skiff, oder? Oh, doch. Na schön. Aber erst habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Ein großes. Klar. Dann rupf los. Du hast mich belogen.
Und nach deiner Verletzung hast du dich zurückgezogen. Als würden wir dich gar nicht kennen. Ich war nicht wirklich ich selbst. Ja, scheint gerade nichts zu geben. Das weiß ich. Uns wer steht heute vor uns? Hunger. Euer Freund. Da ist doch bestimmt was drin. Ich wollte JD überreden, dass er seine dunkle Seite annimmt. Na, ich war doch mal hier. Bringt ihr das Beste in ihm zum Vorschein. Scheinbar ist hier aber... nix. Doch, da oben liegt was drauf. Ah, da liegt eine Waffe. Umschalt oder so, das brauche ich jetzt nicht. Und hier hinten liegt nichts. Nö. Bis auf eine Waffe ist ja nichts. Hä? Fußspuren? Na, halt mal. Können die beiden sich jetzt auch draufsetzen, oder was? Bis jetzt sitzt noch gar keiner drauf. Na gut, ja, wir noch nicht draufsetzen. Hier. Ach, die warten, los, okay. Na, vielleicht setzen sie sich dann da drauf. Jetzt sind sie... Die sind doch jetzt beide drauf. Wo die Waffen draufgelegt wurden. Nee, die stehen an der Seite. Okay. Was denn du? Nochmal hier hinten. Da hinten rum. In das Ding reingucken. Verlassen ist ja nicht losfahren, ja. Möglich. Ja. Die stehen an der Seite, die beiden. Ah ja. Natürlich. Das heißt, wenn wir jetzt die Nebenmission machen, haben wir jetzt zwei Leute mehr. Das finde ich cool. Gehen sie uns nicht so auf den Sack. Unsere Waffen, die wir damals eingepackt haben, haben wir auch nie benutzt. Doch, ich schon. Ich hab einmal gewechselt. Okay. Na gut, ich weiß, Munition, warum wir hier sind. Aber wo gehen wir hin? Ein alter Raketenhangar im Osten. Oh. Und übrigens, die Nomaden könnten auch Hilfe gebrauchen. Dann tun wir es. Hier ist Wasserturm, Fragezeichen. Moment mal. Du kannst nicht einfach sagen, tun wir es und die letzten Monate ignorieren. Del, komm schon. Nein, ist okay. Er soll es rauslassen. Nein, nein, das ist nicht fair. Du bist total vernünftig und ich will sauer sein. Dann sei sauer. Ich will hier nichts beweisen. Ich will nur helfen. So wie ich übrigens auch. Offensichtlich färbt sein Anstand auf mich ab. Mit der Frage, wie wir zu dem Wasserturm kommen. Ich habe gerade etwas verraten. Es ist wichtig. Als der UOR-Basiskommandant dachte, dass er gegen die Rebellen verliert, infizierte er alle Militärcomputer mit einer Art Bootsektor-Virus. Das heißt, die Technik hier draußen ist meistens seit Jahrzehnten zerstört. Ja, Jack sollte in der Lage sein, die Schadprogramme auszuschalten und die Maschinen neu zu starten. Ja, am Spaß jetzt müssen stehen. Ah ne, du musst da stehen. Okay, Bert. Verstanden. Ja, wir müssen da hoch. Ich bin der Einzige, der sitzen darf. Bist du aber weich, ey? Nee, nur weil ich schwarz bin. Hallo, wie kommt man denn auf? Nee, da lang, Leute, denke ich mal. Genau. Wollen wir dem mal helfen? Was machen die Lord Paddock hier? Ihre Wasserversorgung wieder in Gang bringen. Hallo, willkommen in Frieden. Stell dir vor, du benutzt das Gift nicht in richtigen Strecken. Gehen wir rein und säubern den Laden! Hast du aber... Hast du was zu tun, ja? Boah, die Waffe verzieht ja übel, Junge. Vorrücken!
Warte, wir können mal testen hier. Zack. Doch, normale gehen auch. Okay. Man kann auch die übernehmen. Köpfe runter. Oben sind Scharfschützen. Scheiße. Wir haben die weiß ich zwar auch nicht. Boah. Ich hab Rauchgranate. Oh, oh. Tot! Scheiße, hier sind verdammt viele! Ziel ausgeschaltet! Danke für die Hilfe, Jack! Wie wir dieses Oh, da ist ein Schaufel zusammenfahren. Hey! Warte, den will ich finishen. Jack, bring! Was war denn nochmal nachher? Achso, gleich. Ja. Uns Tom gesiegt. Gute Arbeit. Seitdem du hast einen Kettensägen-Lancer. Dann hättest du B gedrückt halten müssen. Nee, der hat das nicht gemacht, weil er ewig nicht nachgeladen hat. Nee. So kommt man da nicht drüber. Genug ist genug. Holen wir sie da raus. Weiß nicht mehr, woher das kommt. Wo da hinten? Ah, hier? Na los, komm schon! Raus! Hier drin ist niemand! Oh, schöner Trick! So hast du also überlebt! Also, wir können ja auch unsichtbar machen. Ja. War ja auch irgendwie was. Ja. Ich höre da nicht gerade Dankbarkeit. Okay, Delta. Schnappt euch alles, was nützlich ist. Dann los. Ort abgeschlossen. Das war's schon. Okay. Paddock, wir haben gerade eine Pionierin beim Wasserturm gerettet. Sie war anstrengend. Oh, sie. Sie hat also überlebt. Das ist wundervoll. Wir brauchen immer noch Hilfe. Geh zur Pumpstation und zu den alten Docks. Kann ich mich eigentlich gar nicht selber stellen? Ne. Okay, wenn wir Zeit haben, sehen wir es uns an. Delta Ende. Der Ort gefunden, Pumpstation. Was willst du machen? Ich habe nur geguckt, ob ich mich auch an die Seite stellen kann. Neuer Ort gefunden, Hafendocks. Wo sind denn die? Oh, es sind zwei neue Stellen markiert. Nehmen wir erstmal das. Nee. Das da. Muss ich die Markierung hier wegnehmen? Diese Pionierin zu treffen, war so wie die ganze Tragödie von Vaska in 5 Minuten zu erleben. Wem sagst du das? Auch wenn sie mich an meine Mutter erinnert. Warum du so bist, wie du jetzt bist, ergibt plötzlich viel mehr Sinn. So, eine Markierung setzen. Ups. Duft, wenn ich das markiere, dass mir das dann nicht so direkt angezeigt wird. Oh, so. Ja.
Aber das Ding hat auch einen Wendekreis wie ein Fortstorner, ja. Okay, wir nähern uns den alten Docks. Sehen wir mal nach Paddock Spora. Ja. Okay, sehen wir mal, wie es Paddock Spora geht. Mies, schätze ich mal. Sieht bis jetzt danach aus. Toll. Hier wimmelt's ja nur von Schwarm. Sie sehen uns noch nicht. Ein paar können wir leise ausschalten. Naja. Was sind sie denn? Ich hab keine Ahnung. Warte mal. Warte mal. Nee, nicht aktivieren. Bessere Idee. Jack, hol sie dir. Boden entdeckt! Wie wurden wir da entdeckt? Oh. Da ist ein Ding. Tyson, am Boden! Ich komm und hol dich! Aua! Oh. Was war denn das jetzt? Die haben Dingswaffe. Ich sag's euch, danach ist Paddock uns einen Gefallen schuldig. Leute, ich stecke in Schwierigkeiten. Oh, komm. Ja, ich sehe dich, halte durch. Ach, danke sehr. Das schaffe ich nicht. Aua! Der mit seinem scheiß Waffe nervt. Ohne Musik. Yes. Ist weg. Bin verwundet! Bitte Hilfe! Stirb mir hier bloß nicht weg, ich komme! Granate raus! Ich brauche Hilfe! Ja, du brauchst von einer Pinker richtig schlucken. Hab dich, Kate. Was ist jetzt? Nehmen die dich wieder? Ich war nicht tot. Ich war nur jetzt bin ich tot. Ich bin nicht da. Und die nehmen dich wieder. Naja. Krieg mich grad hart aus dem Mal, ey. Glaub doch mal, Junge. Wow, jetzt ist der weg. Der steht vor mir und bedingt mich nicht wieder. Wow. Den großen, den hätte ich übernehmen sollen. Den habe ich gar nicht gesehen. Der, glaube ich, sinnvoller gewesen. Die Rauchgranate, die ich geworfen hat, hat auch richtig viel gebracht. Was willst du mit einer Rauchgranate? Für die Sniper wollte ich eigentlich, dass die uns nicht so ins Visier nehmen können. Warte mal, ich will gucken, ob ich den Großen übernehmen kann. Mies, schätze ich mal. Irgendwo sehe. Bis jetzt danach aus. Toll. Hier wimmelt's ja. Also, die Clownwaffe finde ich schrecklich. Ein paar können wir leise ausschalten. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Ist nicht der, der hier vorne in der Mitte ist. Der hier vorne in der Mitte ist? Nee, der hat eine kleine Waffe. Der hat den Bohrer gehabt. Ich glaube, der ist hinter dem LKW. Oder er kommt erst raus, wenn wir angreifen. Könnte ich auch sein. Sein. Oder warte mal. Hier mal kurz. Wir müssen jetzt doch mal aktivieren. Jack, Impuls. Nee, man sieht ihn nicht. Na, da kommt erst raus, bestimmt, wenn der Kampf anfängt. Warte mal, ich will mich mal um den hier oben kümmern. Könnte man sich eigentlich stucken? Nee, gell? Nee, nur in Deckung gehen. Boden entdeckt! Na gut, dann einer wir mal an! Erledigen wir sie, Delta! Alter, ist doch lächerlich ein Hit. Alter, haben die schon immer so viel geschluckt? Erwischt! Ich sag's euch, danach ist Paddock uns einen Gefallen schuldig! Weg dich, Junge.
Ey, das ist so lächerlich. Auch noch was? Was, ja. Wow, das hast du den übernommen? Ach, was? Ja, den großen, ne? Ja, ich hab grad meine Rakete geschossen. Ach so. Das war dumm. Na, ich wusste nicht, dass du gleich eine Rakete auf den schießt. Das kann ich ja nur nicht riechen. Und noch ein! Nein, ich wusste nicht, dass du den übernimmst. Irgendeiner ist tot da die ganze Zeit. Der hat dann noch so viel Energie. Ich weiß auch nicht, irgendwie halten die mittlerweile viel mehr aus als vorher. Und unendlich Munition hat er auch irgendwie. Ja, ja. Granate raus! Ja. Komm mit diesem scheiß Bohr, Alter. Jetzt ist er tot. Was wieder beleben? Scharfschütze irgendwo noch hin. Die kriegt auch noch einer rum. Gib mir noch deine Waffe, Junge. Irgendwo sind noch Scharfschütze. Da ist er. Hat sie! Okay, alles erledigt. Alles klar? Sauber. Oh, hier auch. Pellet, wir haben die alten Docks gesäubert. Dein Bohrer sieht okay aus. Sollte unbeschädigt sein. Vielen Dank dafür. Probiert ihn doch aus. Aber wenn er zu zittern beginnt und raucht, lauft. Okay. Na dann reparieren wir das Ding doch mal. Jack, deine Aufgabe. Na gut, Jack, jetzt bist du dran. Dann wird gleich Gegner kommen. Ah ja. Alles gut, Pellek. Dein Bohrer hat uns nicht umgebracht. Dann Glückwunsch. Ihr habt es fast geschafft, dass wir wieder eine Wasserversorgung haben. Ihr müsst jetzt nur noch nach der Pumpstation sehen. Wenn wir Zeit haben, machen wir das. Delta Ende. Ich glaube, wir sollten zum Skript. Da fahren wir jetzt als nächstes hin. Ja, okay, Delta. Rücken wir aus. Immer den Dropshot mit. Drei Schüsse. Scheiße. Also die komische Clown-Waffe habe ich. Sonnencreme. Sonnenempfindlich. Die ist kacke. Ja, die habe ich weggetauscht. Das gefällt mir auch nicht. Sehr unangenehm. Gefällt mir auch nicht. Die Zentrale zu erreichen. Vielleicht können Sie uns welche schicken. Oh, meine Waffe liegt ach, sogar noch hier drauf. Aber ja, das wäre sehr hilfreich. Ja. Was ist der Sinn davon? Nee. Habe ich doch in der Eiswelt da drauf gelegt, irgendwann am Anfang. Guck mal hier oben hin. Scheint es auch nur diese drei Nebenmissionen zu geben, ne? Bis jetzt. War ein Wendekreis, das Teil. Okay. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Was mit dem roten Sand sieht schon echt cool aus. Hey, das muss die Pumpstation sein. Halten wir an? Mach mal. Okay, sehen wir uns das näher an. Scheint ruhig zu sein. Oh, ich hab Munition mal mitnehmen. Das Zeichen sein.
oder ein Mieses. Okay, da kommen wir rein. Ah! Ja, ja, dort mir! Ja, ja, Kakapse! Puffer! Wie bitte? Hey, böse, ne? Alles klar da hinten? Können wir helfen? Handgranate. Kalk! Esta no está nui. En par stanzien ich von. Robot, obukis. Pofant Babin, Robot, obukis. Halt, Roboter. Ich denke, er braucht Jacks Hilfe. Ota, Ota! Robot, obukis. Robot, obukis. Robot, Robot. Boah, düstig! Na hin! In uns! Na Hilfe! Achtung, lauf mir an! Haltet sie auf! Warum gibt es hier keine Geschütze? Alter, diese Tiere sind so schnell. Alter, du stehst mir im Weg von mir. Bei den lohnt sich eigentlich nur Nahkampf. Shit, über uns! Kleine Scheiße! Oh. Aber nicht den mit den Granaten. Nee, der nicht, nee. Den sollte man. Vorsicht! Ja, ja! Verdammt, da sind noch mehr! Los, wir schaffen das! Weißt du was? Mir gefällt die Einstellung dieses Kerls! Oh, wo ist ihr Nest? Kann man denn nicht anbieten? Das hast du verdient! Sehr schön. Easy. Ich sehe keine mehr. Was die CPU, okay. Du die Zeiten im Weg stehen. Jack, hilf dem Mann mal. Ja, ja, Ota! Lumpen nie, Robot! Wird best nachkog. Komm, Elina, Rodishi. Tja, ja, gut. Er klingt glücklich. Das sollte reichen. Paddock hat jetzt wieder Wasser zur Verfügung. Wen haben wir denn da? Nee. Gibt's da Mani, Tari, Mimil, Seike? Nee, Bura, Don, Bofantot. Sie will wohl, dass du das nimmst. Wow, die Tarnlady hier muss das in ihre Tarnvorrichtung eingebaut haben. Ziemlich clever. Cool. Tarnung bleibt für die gesamte Dauer bestehen, auch beim Schießen. Interessant. Sollte man mal ausnutzen. Oh, das sollte uns helfen. Okay, vor nur Ninim. Es muss Bofanien und Buchit. Danke? Ja. Die Frau ist mal völlig bekloppt. Damit wär's das hier. Wie sieht's aus? Zurück zum Skiff? In der Mission abgeschlossen. Aber laut Karte habe ich jetzt hier. Kommt vielleicht noch. Ich will jetzt einfach mal hier hinfahren. Mal gucken, was da ist. Falls man da hinkommt. Fern uns das Spiel dahin lässt. Da ist der Raketenhangar. Parken wir das Ding und suchen eine alte Rakete.
Noch nicht. Können wir ja eine Runde rumfahren. Guck, ob wir noch irgendwelche Nebenmissionen finden, weil es fehlen ja eigentlich noch einige Upgrades. Sehen wir was? Scheint nicht so. Ich weiß nicht, ob du was mit deinem Fernglas sehen kannst, aber ich glaub's nicht. Ich denke mal, das öffnet sich dann noch ein bisschen, wenn der die Mission machst. Denke ich ja, wenn die Story weiter machst, geht's bestimmt noch mal größer hier. Ich war jetzt einmal kurz rum und dann zur Mission. Bestimmt kommst du dann hier durch. Oh ja, denke ich auch. Hey, drüben geht's ja noch weiter auf der Karte. Bis jetzt haben wir ja auch nur Sekundärzielwasserwerk. Mehr haben wir bis jetzt noch nicht. Ja. Was, verlassener Flughafen? Verlassener Flughafen wird mir hier gar nicht angezeigt. Na, das ist da, wo wir gestartet sind. Achso. Dann ab zur Story. Aber wieso habe ich bei verlassenem Flug... Hä? Gab's da noch eine Mission? Nicht, dass ich wüsste, aber... Es steht nur... dass er halt als Operationsposition funktioniert wurde. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier zum... zu der Mission. Paddock sagt, hier gibt's einen Haufen Schwarm. Seid wachsam. Ich könnte Munition gebrauchen. Scheiße, sie sind hier. Und? Was machen wir? Oh, noch haben sie uns nicht gesehen. Jetzt schon. Sie greifen an! Ausschalten! Boah, jetzt wurde auch gefickt. Okay. Wir sitzen fest! Wir müssen die Türme ausschalten! Boah. Ich brauche hier Hilfe! Turm. Boah. Da ist irgendwo ein Turm, der uns hier fickt. Jack, schnapp sie dir! Scheiße, da ist der Turm. Ich habe einen übernommen. Ich schulde dir was! Granate raus! Ich glaube, ich habe hier gerade schon wieder einen Bug. Warum? Oh. Sarah, ich zeige es dir nicht. Oh. Wenn wir den Kampf hier gemacht haben. Das scheiß Geschützturm da immer. Halt neutralisieren. Ich
Bitte einer. Granate raus! Bleib bloß um! Nix wiederbeleben, Junge. Wo bist du? Er ist tot! Wait, das ist auch... Oh. Perfekt! Nee. Also komm ich nicht dran, kann die Granate nicht hin, ja. Mann, was für ein Begrüßungskomitee! Wir müssen rein! Warte. Mach doch mal ein kurzes Video. Da bist du. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Schon viel besser! Finden Sie einen Weg in den Hangar. Na dann. Scheiße, da kommt noch mehr aus dem Hauptgebäude. Popper, haltet sie auf! Gib's ihnen! Dreh die Türme herum! Hab sie! Aber Krieg! Ja! Wie verrückt euch der Scheiß! Ach komm. Down. Ich sehe dich. Also machen wir down dich. Ich glaube, das war's schon. Wir sind erledigt. Gute Nacht. Paddock, der Schwarm wollte uns aufhalten. Aber wir gehen jetzt in den Hangar. Sieht so doof aus. Achso, ja, okay. Ich verstehe. Ja, du rutschst bei mir ja auch krass über den Boden. Okay. Das sieht schon witzig aus. Schlittschuhe an, oder was? Der ist nämlich noch irgendwie noch in der Animation drin, dass er auf dem Skiff sitzt. Wollen wir nochmal zum Skiff gehen? Vielleicht hilft das. Naja, machen erstmal die Warte. Wenn du wieder rauskommst, komm. Nee, komm mal mit. Das ist so scheiße. Das Deck bewegt sich ja nochmal. Ich kann eine normale Deckung gehen und alles. Der slidet halt nur durch die Gegend. Okay, wenn du so spielen kannst. Oh ja, okay, John. Ich hätte nochmal ins Menü zurückgehen müssen. Ah. Schauen wir mal. Rein da! Hilf mir mal! Er macht ja alles normal, der läuft halt nur nicht. Na, jetzt geht es wieder normal. Wohin jetzt? Dieses Ding sah von außen riesig aus. Es muss doch eine Missionskontrolle oder Kommandozentrale geben. Oder wie die UUR das nennt. Ah, die Zentrale ist da genau genug. Und geht weiter, wir sind nah dran. Wie lange geht's zur Kommandozentrale? Gibt's hier was? Schätze ich nix. Wie gesagt, da wo eigentlich was liegen sollte, liegt nichts. Habe ich so das Gefühl. Wahrscheinlich sind unter dem Sand noch mehr Leichen. Immer locker drauf, Fass. Weißt ja, wie es geht. Ja. Macht man ja oft genug auf Türen. Das muss der Ort sein. Machen wir doch mal Licht. Erstmal Muni einsammeln. Sammelstück gefunden. 50% abgeschlossen. Yay. Naja, immerhin. Was befindet sich in der Hälfte?
Richtig. Oh, hallo? Naja, immerhin funktioniert das Licht. Und wir haben den Raketenhangar gefunden. Brauche ich eine neue Brille? Ich sehe hier keine Rakete. Paddock, Baird. Der Hangar ist komplett leer. Oh, Mist. Wenn die Rakete entfernt wurde, gibt's dazu Daten. Wisst ihr was? Hack den Zugangsport. Vielleicht kann Jack den Virus umgehen. Ziehen wir ein paar Daten, Kumpel. Okay, Jack gibt mir Zugang zum Zentralrechner. Wow, was für ein Schadprogramm. Adaptiv, fast schon lebendig. Keine Sorge, Jack macht das. Richtig, Kumpel? Ha, kein Virus hält Jack auf. Na, Daten kommen rein. Richtig. Paddock, du kannst das doch lesen. Ja, aber vieles ist verschlüsselt. Okay, die Raketenspitze ist in der Nähe. Seht in der Montagekamera auf der anderen Hangarseite nach. Raketenspitze? Was ist mit der Rakete? Die Hammer-Satelliten sind Teil der Raketenspitze. Kümmert euch darum, wir finden raus, wo die Rakete ist. Roger, Delta Ende. Na gut, suchen wir diese Satelliten. Fast. Du bist ein Bastard. Kannst du die Dateien lesen? Nee, ich bin in New Ephira geboren. Meine Eltern haben nicht mal Vaskari mit mir gesprochen. Wollten wohl nicht, dass wir irgendwie anders sind. Eine große Kampfarena. Quatsch. Lass mal hier unten. Die hätten hier eine halbe Stadt verstecken können. Es ist riesig. Ja. Yep. Da hat sich jemand ganz schön Arkenbogen. Ich hab noch den Dropshot dabei. Hier liegt ein Bogen, falls du brauchst. Ja, hier liegt ein Bogenschott. Das war cool. Das ist für mich. Das ist für mich. Ich glaube, noch Punkte zum Ausgeben. 6. Weil ich glaube, wir müssen gleich eh die Runde. Ne, wir müssen da hoch. Ja, aber danach LB müssen wir bestimmt hier runter. Es gibt hier unten keinen Weg durch den Hangar. Wahrscheinlich. Wir müssen höher hinauf. Ja, wir kommen schon. Schlagen da. Achso. Gehen wir mal hoch. Ach, hast du noch Komponenten gefunden? Ich dachte schon, es gibt hier keine. Klar, sagt er. Steht die Frage nicht. Okay, was jetzt? Bringen wir diese Plattform hier rüber. Das nennt man Kran. Dann ist es das. Jack, hol sie rüber. Der Leibeigene. Ohne den würden sie gar nicht vorwärts kommen, ja. Ich stelle mir das Spiel für den, der Jack spielt, so frustrierend vor. Endlich. Etwas, das ich fahren kann. Kommt schon, Leute. Alle einsteigen. Also eine Riesenanlage, ja. Hier dürfen wir bestimmt das Camp. Okay, Fass, bring uns rüber. Sehr gerne. Quatsch, wir kommen da drauf. Kinder, erwähnte ich, dass die U die Anlage angriff und versuchte, unsere Hammer der Morgenröte-Satelliten zu starten? Ja. Ich fürchte den Angriff. Ach ja? Warum? Um die Core zu vernichten. Ach ja? Ergibt Sinn. Heutzutage habe ich weniger Interesse, die Core zu vernichten. Gut zu wissen, Paddock. Okay, los geht's. Keine Gegner. Noch nicht.
blinkt was. Lance. Leute, die Tür zu den Satelliten ist hier hinten. Ja. Nerv nicht. Hier lang zu den Satelliten. Hilf mir mal. Können die nicht selbst Türen aufmachen? Wo bist du? Liegt eine Munition. Wahnsinn. Statt hier mal was um, das liegt. Ah ne, ich hab noch was gefunden. Okay, ich halte so lange die Tür fest, dass es nicht umfällt. Ja, ja. Machen wir. Mach das schön. Ah, 13. Keine Tat. Sollst du dich ausrüsten, sollst du Tarnung? Getarnte Kills verlängern die Dauer der Tarnung. Das ist echt, was du nehmen sollst, ey. Komm, nimm mal das hier. Bist du das? Dann 36. Ja. Allein. Hier sind keine Satelliten. Suchen wir weiter. Paddock, ich bin neugierig. Wie lange dauerte die Belagerung des Orts? 3 Tage. Wir griffen genau dann an, als Premier Dischenko mit eurem Vorsitzenden den Waffenstillstand verhandelte. Ihr habt zuerst mit dem Hammer geschossen. Es erschien uns nur fair, zurückzuschlagen. Okay. Ich nehme die. Noch Robo mitgenommen. Ach Scheiße, Schwarm voraus. Gegner. Oh, der geht nicht, der Große. Weil der einen Boomshot. Die gehen ja alle nicht. Das könnte ich nicht übernehmen. Der geht. Bereit machen, es geht los! Dass sie sofort wissen, wie, wo wir sind, finde ich dumm. Naja. Komm schon, Soldat! Wissen manche nicht. Granate raus! Fels ist tot. Fels ist tot. Da wurde er irgendwie eingefroren und dann war er tot. Ja. Und hab den Kopf rollen sehen. Lol. Was rennt der auch da runter, der Vogel? Renn doch mal. Oh Scheiße, Schwarm voraus. Greifen! Nein, machen, es geht los! Granatenwurf! Hab eines der Ziele erwischt! Wir sind noch da mit dem Bogen. Nee. Blut für Blut! Ja, Tschüss, ja. Und der. Kann man den gleich so killen? Nee. Lass das! Wir haben sie alle erwischt. Los! Wir müssen weiter. Ich renn schnell mit dem Dropshot rum, ey. Baird. Wir hatten Schwarmkontakt, aber wir gehen jetzt weiter. Und Paddock, die Chor von vor 50 Jahren, das sind nicht wir. Wir sind anders. Wenn ihr Satelliten startet, seid ihr dazu verdammt, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Was geht mit diesem Kerl überhaupt ab? War immer so doof in dem Spiel, dass du erst in Deckung gehen musst, bevor du klettern kannst. Hast doch schon immer so bei Kiosk gewesen. Ja, ich weiß.
Helf mir mal damit, bevor Paddock wieder anfängt zu quatschen. Chill mal dein Leben. Hier gibt's doch eh nix. Ich nehm's zurück. Ganz ruhig. Das ist schon ein Gegner. Wie werden wir damit fertig? Na, einfach übernehmen. Okay, sie greifen uns an. Wird auch langsam Zeit. Oh, der hat dir gerade den Kopf weggeschossen. Ich bin verwundet. Ich brauche Hilfe. Voll verwissen. Alter, was die schlucken ist doch. Vor allem wir fallen bei einem Schuss jetzt nicht mehr so neu. Ich brauche hier Hilfe! Ja, dauern. Bin unterwegs! Ich kann jetzt zu. Sniper. Das war gut, Jack! Ja. Die Sniper muss er drücken. Gemein ist du mit viel Schlucken in letzter Zeit. Ich bin verwundet. Oh, duck dich doch. Tschüss. Hab eines der Ziele erwischt. Muni ist klar, Alter. Der Overkill ist auch cool. Schon ist er leer. Das war der letzte. Gut, suchen wir weiter die Satelliten. Ja, Hinterschusswaffe liegt hier ziemlich auf da. Ja, den nehme ich ja gerade die ganze Zeit. Ja, was sind die Schlucken so viel, dass die sich echt nicht lohnt. Brauchst du trotzdem irgendwie 10 Schüsse, dass die überhaupt mal umfallen? Ja. Deswegen ist präzise. Da, bei der Tür! Noch oh. Mehr! Und das wird scheiße. Erwischt! Mal hier mein Dropshot benutzt. Kommt ihr da auf aus der Tür raus? Okay, sie sind tot. Wieder. Und weiter. Spastisch. Mann, wie krass. Bestimmt ein heftiger Kampf. Ausdrucksweise. So war es. Paddock, du hast völlig verdient. Mit dem Stab des Hammers gekämpft. Und jetzt sagst du, das war ein Fehler. Was soll das? Durch den Start gewinnen wir Zeit. Aber am Ende werden sie gewinnen. Das muss dir doch klar sein. Nein, glaube ich nicht. Hey. Die Tür ist zugeschweißt. Dann ist das wohl die gesuchte Tür. Nimm du die Muni. Ich geh mal ins Geschütz. Na ja. Was liegt denn da? Jack, Türöffnungszeit. Warum es eine eingeschätzt gibt.
Los geht's. Also dann. Und die Kleinen wieder, oder? Sie kommen. Naja, es hört sich so an, ja. Überleben Sie den Angriff des Schwarms. Oh shit, da sind Popper! Lass sie nicht zu nah ran! Boah, schon ein Blitz. Scheiße schnell, Junge. Da kommen mehr! Jetzt kommen da normale Gegner. Boah, schieß doch, Junge. Verflucht sind das viele! Sie wollt's schnell, ja. Bist du nicht gewoben? Nein. KI verlegen, wa? Oh shit, Aufseher! Oh. Verteilen, schlag dich zusammen! Soll die nicht dran sein? Alter, ich kam nicht weg. Boah, ey, wie ist das denn los? Ich kam nicht weg aus der Ecke. Ja, da stand ja auch genau hinter dir. Naja, der kam ja auf mich zugerannt, aber der kam nicht mehr aus der Ecke weg. Nochmal von vorne. Na, hoffentlich aber erst auch nur dem Aussehen. Nee, nee. Doch, bestimmt. Nope. Ach so, nö. Tür ist zugeschweißt. Dann ist das wohl die gesuchte Tür. Warum ist da kein Raketenkrieg? Das Ding überhitzt auch viel zu schnell, ey. Nun, Jack, mit deiner Waffe. Jack. Die hat wenigstens Munition, die... Oh, haben wir eben diese scheiß Rauchgranate genau von meiner Nase also geworfen. Macht euch bereit, sie kommen! Weiß ich nicht. Feuerball! Ja, das Feuer brennt doch. Oh shit, da sind Popper! Lass sie nicht zu nah ran! Da kommen mehr! Ich sicher schießen! Über den Kader vornehmen. Ich brauche hier sofort Hilfe! Hurensohn. Warte her. Ich seh dich, warte kurz! Noch Granate! Gefunden! Das ist so geworden, oder? Keine Rauchgranaten. Einer auf dem Weg! Ja, ich bin raus. Nee, ich bin nicht. Boah, ey! Komm, den unsere KI-Kollegen auch mal was. Oh shit, Aufseher! Da ist eine Arkel im Turm. Verteilt! Bleibt nicht zusammen! Nein, der Aufseher ist da. Ach, ey. Auch mit dir, Dias. Greife an! Der Schenke stirbt. Blute! Blute für uns! Ich hab das geschützt! Ah.
Granatenflug! Komm, ey. Ich finde auch langsam, die fressen einfach zu viel. Das ist doch noch nie so schlimm gewesen. Das ist doch Wahnsinn, was die schlucken. Tür ist zugeschweißt. Dann ist das wohl gut. Jack, brich die Tür auf. Oh shit. Los geht's. Also dann, macht euch bereit. Sie kommen. Oh shit, da sind Popper! Lass sie nicht zu nahe ran! Da kommen mehr! Ey, eine Salve, das Ding ist komplett richtig leer, Junge. So lächerlich. So leer. Verflucht sind das viele! Feuerball! Rauchwurf! Die werfen die Rauchkanade, ich sehe nicht. Oh. Oh shit, Aufseher! Verteilen, bleibt nicht zusammen! Aber auch ein schöner Kampfbereich. Nerv ich auch 10, Junge. Geh weg. Ich will nichts von dir. Der Helm ist ja noch nicht mehr abgehört. Ich kann ja noch nicht mal mit Schuss drauf schießen. Weg da. Meine Batterie ist bei leer vom Controller. Schlecht. Granate raus! Okay. Oh. Guter Essen, Leute! Ich hab das geschützt! Sieh dich, Kollege! Fall um. Junge. Okay, das war echt ziemlich haarig. Und übrigens, Jack hat die Tür aufbekommen. Gut gemacht. Was für ein Timing. Warte mal kurz, ich muss mal kurz meine Batterien wechseln. Nee. Einen Moment. Mir wird gerade klar, hätten meine Eltern Vaskar nicht verlassen, wäre mein Vater heute hier und würde gegen Paddocks Männer kämpfen. Du, Vaskari. Was hat dein Vater gemacht? Er war Chirurg. Dann hatte er Glück. Wir haben jeden Arzt erschossen, den wir fanden. Können wir ihn ausschalten?
Hallo. Venom? Ja. Gut. Ja. Weil du nichts gesagt hast. Du hast nichts gesagt. Das Hallo war das Erste, was ich gehört habe. Achso, okay. So, wo war da was? Wann kriegt Microsoft eigentlich mal geschissen, Akkus in die Controller einzubauen? Standardmäßig. Da gibt's ja einen Elite-Controller, oder? Standardmäßig, meine ich. Klar, ich will mir einen Elite-Controller, sieht so aus. Okay, wahrscheinlich hier lang. Übernimm die andere Seite. Kannst du heute mal machen für die 10 Stunden, die du im Lager spielst? Nee. Ist schon ein bisschen mehr. Verstanden, wir haben die Raketenspitze. Oh Mann, aber keine Satelliten. Moment, ich sehe die anderen. Auf beiden Seiten der Kammer. Auf den Kran. Wir laden sie einen nach dem anderen auf. Gute Idee. Ich fahre. Naja, jetzt wird aber geschossen. Nochmal so easy kommst du nicht durch. So wie den letzten. Vielleicht nicht gekommen sein, das ist aber. Ich finde, ich höre es gut, wenn man den Kopf schießt. Da sterben sie eigentlich ziemlich schnell. Wenn man den Kopf trifft. Na los, hoch damit! Welche Plattform als erstes? Gib Bescheid. Immer diese Entscheidungen. Gut, gehen wir. Gibt's ein Problem, Kumpel? Nein, aber hab's gehört. Also unser Freund Paddock hat interessante Gedanken zum Hammer der Morgenröte. Was weiß der denn schon? Er wollte ihn selbst abfeuern. Okay, bringen wir das Ding auf die Raketenspitze. Ja. Eine andere Waffe mitnehmen. Wenn man eine andere findet, ne? Ja. Oh, ich hab eine andere gefunden. Okay. Ich finde nur die Maxa. Ja, ich hab eine andere gefunden. Ja, wow. Das Telefon liegt hier. Ja, jetzt gedacht. Dann drücken wir mal das Knöpfchen. Da, der Satellit bewegt sich. Bleibt von der Schiene weg, Leute. Na toll, er steckt fest. Es braucht vielleicht nur einen Tritt. Natürlich. Okay, okay. Vielleicht eher einen Schubser. Scheiße, Springer! Sie nervig. Nein, stopp! Zwei Springer! Mach sie fertig! Natürlich. Hey! Also, ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Ich werde auch angegriffen! Ich komme! Weil du mich jetzt beide irgendwie. Ach, das ist. Der erste ist tot! Geht's mit dir? Springer Nummer 2 ist von der Plattform. Und
Unser Satellit sitzt gut auf der Raketenspitze. Einer weniger. Dann schaffen wir den Kran auf die andere Seite. Gut, bin dran. Jetzt wird geschossen. Position. Eins da. Stimmt. Hey. Okay, los geht's. Festhalten, das könnte ungemütlich werden. Hey, was, wenn Paddock recht hat, was die Satelliten angeht? Scheiße, Schwarm auf der anderen Plattform! Keine Granate, Mann. Wir haben hier unten keine Deckung! Was? Bring uns höher! Ran! Kein ausgeschaltet. Oh, Scheiße. Das ist wow, das Gegenteil von höher. Das ist mir schon klar. Hab ich gesehen. Verstanden. Okay. Halt uns einfach in Bewegung. Ich gebe mein Bestes. Ziel ausgeschaltet. Scheiße, Silent! Nee. Auch noch eine Bastion! Ja, na klar, mit der Waffe willst du mich verarschen. Die Drohne muss weg. Das ist doch ein Witz. Yeah. Wir müssen runter von dem Ding! Da ist eine höhere Plattform links. Durchhalten! Bring uns dorthin, jetzt! Ja, natürlich. Das ist lächerlich. Zielt auf die Bastion! Was musst du denn? Das ist so einfach, wenn das hier so rumwackelt. Ja. Yeah. Hey, eigener Beschuss! Wenn der am Weg steht. Fast, das war daneben! Ich weiß, Mann, das ist wie mit einem Boot parallel einparken! Keine Munition mehr, ey. Wobei wir nehmen. Bastion gefallen! Hey, du und der geht raus! Ich zieh vom Kran aus das Feuer auf mich! Sollte aus sein. Was, sie sind weg! Raus hier! Los geht's! Okay, Del, soll ich die Plattform. Geht klar! Kate, Del, da kommen Drohnen von der anderen Seite! Feuerball! Jack, schnapp sie dir! So. Warte mal, ich darf nicht schießen, ich hab ihn übernommen. Das war's, wenn die Kleinen hier wegmachen. Boah, eine Granate. Boah. Ja, ich seh dich, halt mich durch. Auch. Ich blute wie ein Schwein. Ey, KI, hilft uns. Hab dich! Hallo. Ihr müsst mir hochhelfen. Sieht doch nicht so doof da. Wow. Wow. Was war denn das für Müll? Ah, das ist uns nur zu, wie wir verbluten, Junge. Haben die seine Granate hochgeworfen, ey? Solche Lappen. Oh, okay. Nochmal, ey. Diese Checkpoints sind ja auch echt für den Arsch gesetzt, ey. Hey, was, wenn Paddock recht hat, was die Satelliten angeht? Scheiße, Schwarm auf der anderen Plattform! Wir haben hier unten keine Deckung! Was? Bring uns höher! Dran! Oh, Scheiße! Das ist das Gegenteil von höher! Ist mir schon klar! Verstanden, okay! Halt uns einfach in Bewegung! Ich gebe mein Bestes! Nimm das! Scheiße, Sire! Auch noch eine Bastion! Oh, verdammt, gar nicht gesehen. Wir müssen runter von dem Ding! Da ist eine höhere Plattform links. Durchhalten!
Bring uns dorthin, jetzt! Boah, voll reingehüpft. Danke dafür. Darüber wollen wir auch mehr Schaden bei dem Ding. Scheiße. Darüber wollen wir uns gut gegen diesen. Da haben wir mal Tritt. Bastion gefallen! Fast, das war daneben! Ich weiß, Mann, das ist wie mit einem Boot parallel einparken! Das ist das Ding, aber ich bin in einer Sekunde da! Halt! Kate, du und der geht raus! Ich zieh vom Kran aus das Feuer auf mich! Also, nerviges Ding. Fast, sie sind weg! Raus hier! Los geht's! Okay, Dale, säubern wir die Plattform! Geht klar! Jetzt sind sie weggefahren. Jack, schnapp sie dir! Ich hab ihn übernommen übrigens. Na, ich hab ihn geschafft. Hast du die Drohne hier weg, Mann? Achtung! Granate! Granate? Okay. Ja, hier. Oh, ey. Okay. Diese kleinen Viecher mal weg, Junge. Kommt näher, ja. Der hat gerade auch gedacht. Die bringen uns schöne Waffen. Oh, ja. Ja, mit der Waffe. Das ist für mich. Oh, wo ist jetzt der Vogel? Sie. Genau unter uns. Der will jetzt echt hier hochkommen. Nee. Frag raus! Oh, die ist zu weit. Frag Wurf! Ja, wir müssen runter. Nee. Wo? Oh, sonst kommst du da. Oh. Geil! Super, der Kreis ist erledigt! Deck mich! Ich geh runter! Okay. Oh, hier lag auch ein Sniper. Ich glaube, ich mehr Schaden gemacht. Ey. Ich hab jetzt schon eine Lage verzweifelt, der hat sich das aber abgesammelt. JD, waren das alle? Sieht so aus, ja! Fahr, stock den Kran so an, dass wir den Satelliten verbinden können. Das Blitzgranate. War ja gerade gar nicht nervig. Bringen wir es hinter uns. Oh, ein Kontroll. Ja, na klar. Oh nein. Scharen! Scharen! Sie greifen an! Ausschalten! Oh, ne? Kannst du die Augen nehmen? Ja. Komm schon, Soldat! Nee. Komm doch an, Leute. Scheiße! Wäre witzig gewesen. Das ist doch wohl ein Scherz! Wenn man auch nicht eine Waffe hätte hier. Kumpel, startet ihn neu! Jack kann auch down gehen, wusste ich gar nicht. Ich. Ja. Oh, was? Chili. Ja, ich musste gerade Jack wiederbeleben und jetzt noch einmal. Ja, ich sehe dich, halte durch! Alter, diese Dinger fressen auch ohne Ende. Mann, ich bin getroffen! Danke für die Hilfe, Jack! Ist aber leer. Keine Munition mehr für nichts. Geil! Eine Schar weniger! Das war's noch nicht!
Alter. Na los, steh auf! Das lief ja wie geschmiert. Kein Kommentar. Wir brauchen noch einen Schalter, wie den anderen. Wir brauchen erstmal Munition. Ja. Ich hab schon diese komische Hammerburst-Waffe da. Oh, du findest nicht schlecht. Ich find die kacke. Ich kann ja mal Dings machen, ja. Zeig mal Munition. Da liegt was. Oh ja, das ganze Ding voll. Ah. Klaue kann's ballen. Na gut. Hast du? Hast du Moon? Ja, ja, drück mal. Ich geh mal runter von den Schienen. Kopf runter! Hier kommt Satellit Nummer 2! Er braucht keinen Schubser. Fertig! Okay, alle Satelliten befestigt! Zurück auf den Kahn. Ab in den Hangar damit. Ich will ja keine Träume zerstören, aber wir sitzen hier fest, bis die große runde Tür offen ist. Da oben ist eine Plattform. Wir müssen dorthin. Ganz meine Meinung. Alle an Bord! Okay, wir müssen darauf. Hey, was, wenn Tadek recht hat und der Start dieser Satelliten ein Fehler ist? Er hat recht, der Hammer ist gefährlich. Glaub mir, ich weiß das jetzt. Die Satelliten nicht zu starten, ist gefährlich. Glaub mir, lieber eine Welt in Flammen, als die Welt, die sie wollen. Wir bringen das Ding zurück zum Hangar. Um den Rest kümmern wir uns später. Versuchen wir es mal. Geht eh nicht. Leute, das Taxi fährt los. Verdammt, das Öffnen der Tür hat eine automatische Sequenz initiiert. Dann passen wir eben zu Fuß drauf auf. Gerade als ich den Dreh raus hatte. Na los, die Treppe hoch. Wir dürfen die Spitze nicht verlieren. Da, bleiben wir dran. Vorsicht, unter uns. Natürlich. Lass das! Scheiße! Du solltest drüber rutschen. Feuer einstellen! Verzieh dich, Junge! Gute Arbeit, Jack! Ich glaub, da wollte mich gerade finishen. Oh ja! Ja, ich glaube auch. Das war's. Na los! Zurück zu den Satelliten! Ich wäre, glaub ich, nicht so cool gekommen. Nee.
Hier führt ein Weg lang. Ach komm, jetzt müssen wir wieder hier lassen. Ach, fickt euch doch. Nee, doch, nimm's mit. Nee, nimm's doch mit. Da vorne, okay, dachte, bleiben wir dran. Sollte sie fallen lassen. Paddock, Baird, wir eskortieren gerade die Satelliten zurück zum Hangar. Gut, wir entschlüsseln immer noch die alten Dateien, aber es geht voran. Geht zu eurem Skiff. Wir werden die Rakete bald finden. Alles klar, wir sind unterwegs. Natürlich, jetzt brauche ich... Das ist frech. Hier lang. Na los. Jack, wir brauchen Licht. Vielleicht kommen wir doch nochmal Gegner. Stimmt. Was? Irgendwann musste mal wieder rauskommen. Gab lange nichts mehr. Aha. Los jetzt, sobald wir wieder im Hangar sind. Ich glaube, wie viele Dinger wir schon vorbeigelaufen sind. Gar kein. Stimmt. Oh, jetzt kommt die auf. Zur anderen Seite. Ach, das ist mit A9. Easy. Da mal nicht im Weg rum. Okay, die Satelliten sind soweit sicher. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir auf die andere Seite. Oh shit! Leute, unter uns! Nein. Ich treffe damit nicht. Was? Pussy. Offen. Okay, das wäre geschafft. In Bewegung bleiben, Delta. Nach 10 Schüssen oder so. Der kommt ja irgendwann mal hoch, aber der kam doch später hoch, als ich dachte. Wir haben vorerst Ruhe. Naja. Kate, nur damit du es weißt. Egal, ob wir den Hammer zum Laufen bringen. Es war es wert. Ja, aber wenn wir den Hammer nicht zum Laufen kriegen, ist alles umsonst. Suchen wir einfach einen Weg zurück nach oben. Da drüben! Kontakt! Zurück zum Thema erstmal Ruhe. Eine große Fette ist das. Hey, was zum Geier ist das? Das ist ein Träger! Und er ist nicht allein! Zurück, zurück! Habt ihr den anderen? Ausschwärmen! Lasst euch nicht einkreisen! Alten Kreuz da. Los, weiterschießen! Okay. Neutralisiert. So gleich schon da alle ist, ey. Keine Muni. Eine! Gut gemacht, Jack! Komm, mach's mal auf.
mir geht's gar nicht gut. Verdammte Scheiße! Jetzt, wo du es, hab ich das Ding gefunden. Alle Träger so? Ja, so ziemlich. Nein, damit hab ich schon eine ganze Zeit auf den Scheiß gehabt. Also hoch da! Okay. Aber der ist immer automatisch weggegangen, wenn die Fliegefriester mich getroffen haben. Ja, ist ja logisch. Da liegt Muni. Lass dir gleich das Ding fallen. Hey Jack, mach die Türen auf. Hey, damit wird's gehen. Ich nimm's mal mit. No. Lift, da lang. Alle Mann rein. Müssen Sie den Wartungsaufzug? Na, bestimmte beste Idee. Ich habe gerade gesagt, dass Jack das Ding aufmachen soll, nicht du. Kann man's upgraden? Oh, wir haben 16 Stück, Alter. Gucken wir uns hier noch das. Entführung lädt sich nach Einsatz schneller wieder auf. Zack. Ist gut, noch ein Verbündeten mehr zu haben. Eine Rakete zusammenzubasteln ist schwieriger als gedacht. Magic. Wissenschaftler, Raketenwissenschaftler und jeder, der je gedacht hat, so schwer kann das ja nicht sein. Dachtest du, wir drücken einfach einen Knopf, auf dem Start steht? Oh, verstehe. Was machen die zwei da? Gut aussehenden Rumhack. So, da sind wir wieder. Und ach ja, ich bin der Hübsche, okay? Hab ich nicht gesehen. Paddock, wir sind fast draußen. Was macht die Rakete? Ja, es ist eine Drehscheibe im Osten, hinter dem dünnen Meer. Eine Eisenbahnbrücke blockiert den Weg, aber keine Sorge. Meine Leute werden sie hochziehen. Sucht die Zugspuren in der Wüste. Dann wisst ihr, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Bestätigt. Alles klar. Auf zum Skiff. Weißt du, ich dachte immer, ich sei der Gutaussehende. Oh, großer Gott. Verlassen Sie den Hangar. Zeit wird's, ey. Oh. Nicht hier runter. Also. Macht sie doch mit einer Hand. Kommst du? Alles klar. Sollen wir mit dem Skiff in die großen Weiten aufbrechen? Hey Paddock, bist du noch da? Ich hatte da mal eine Frage. Nein, ich mache Mittagspause. Natürlich bin ich noch da. Was hat euch davon abgehalten, den Hammer zu starten? Die üblichen Probleme von 200 überzeugten Patrioten, die 3000 Feiglinge besiegen wollen. Ihr hättet den Waffenstillstand annehmen können und damit viele Leben gerettet. Im Gorasnayanischen sagt man, besser gerechter Krieg als ungerechter Frieden. Wie viele gorasnayanische Sprichwörter rechtfertigen eigentlich Krieg? Ah, die meisten. Kommt schon, wir müssen los. Noch was, Kinder. Die Brückensteuerung war nicht vernetzt. Das Virus des Basiskommandanten hatte keine Wirkung auf sie. Aber die Brücke wurde seit Jahrzehnten nicht angehoben. Was soll das heißen? Schaffen es deine Leute nicht, sie anzuheben? Oh, zwei Geschütze. Nein, sie kriegen das hin. Aber die Brücke ist alt und rostig und...
Na, lasst euch da drunter einfach nicht zu viel Zeit. Ich komme ja rein. Ich mir keine Gegner. Ihr habt ihn gehört. Wir sollten zur Brücke. In der Kammer, also, ja. Dieser Paddock. Woher kennt Paddock ihn eigentlich? Paddock diente wohl eine Zeit lang in der Chor. Der war bei der Chor? Wann? Weiß ich nicht. Sie wollten auch nicht wirklich drüber reden. Aber das ist jetzt hier fertig. Ich navigiere. Was ist da jetzt eigentlich? Jetzt muss ich, glaube ich, das Gebiet vergrößern. Los jetzt. Stimmt. Los, wir müssen an der Brücke vorbei und rüber zur Drehscheibe. Ah ja, wir müssen jetzt durch die Brücke hier. Zugbrücke. Fass, du als Faskari, fühlst du sowas wie eine Verbindung zu diesem Ort? Na, ganz ehrlich, ich bin froh, dass meine Eltern auf und davon sind. Ich meine, hier in der Wüste aufwachsen, Sandwespen von den Schuhen schütteln, ich verzichte. Du weißt, dass das hier nicht immer Wüste war, oder? Früher war hier eine Küste. Lange vor meiner Geburt, Kumpel. Die Brücke. Hoffentlich kriegen Paddocks Nomaden sie hoch. Na bitte! Nein, so. Tja, sie ist noch nicht abgestürzt. Das ist gut, oder? Und wir sind durch. Weiter zur Drehscheibe. Warte mal. Das ist natürlich noch mehr Nebenaufgaben sein, deswegen fahre ich mal hier oben rum. Vielleicht kommt dann ja noch was. Ja, Mann. Machen wir mal hier lang. Oder auch nicht. Gleich. Kommst du überall nicht rüber? Vielleicht gibt's auch nichts mehr. Ja, sieht nicht so aus. Hey, ein Schiffswrack! Sehen wir es uns an? Oh, doch. Schiffswrack, neuer Ort entdeckt. Hm. Hat doch noch was gefunden. Schauen wir uns das doch mal an. Kate, ist das eine gute Idee, jetzt anzuhalten? Ja. Vielleicht nicht, aber vielleicht finden wir Vorräte. Noch, vielleicht finden wir Vorräte. Richtig. Und ein Upgrade für Jack. Ein ultimatives. Ah. Mensch. Interessant. Los, los, hier runter. Oh, ein Lancer. Okay! Okay! Lass den Bussi! Oh, Scheiße. Was? Lass eine Schar! Wo ist denn der Tonne? Da drin ist noch ein Wacker, doch, falls du mal einsteigen willst. Ein Silverback! Die UUR muss das Ding geklaut haben! Machen wir einen fairen Kampf draus! Sie vertrieben. Ja, verzieht euch. Durchsucht das Gebiet, bevor er zurückkommt. Scheiße. Macht das Spaß im mit Sand sind Alteisen. Erledige sie einfach. Guck mal, diese Mini-Terminators. Check, bring! Der ist tot! Buttercock! Du bist ein Mech-Mech-Fight hier, Junge. Ach, hallo.
Achtung, die Schar! Verteilen! Schlecht. Das ist leer. Mame bafato kremol pesna ama akta punur lesparien. Schätze, unsere neue Freundin hatte es nicht leicht. Paddock, einer deiner Leute ist am alten Schiffswrack. Ein ganzer Plünderer-Trupp sollte dort sein. Und dann sind noch zwei weitere meiner Trupps verschollen. Okay, wenn wir sie finden, helfen wir, so gut es geht. Ich weiß das zu schätzen. Also gibt es noch zwei. Suchen wir den Schrott. Interessant. Nehmen hey, Bert, ich habe alte UUR-Funktechnik gefunden. Wie wär's? Ich nicht, aber du. Noch zwei und du kannst Jakes Entführen-Funktion boosten. Ich hätte es selbst gemacht, aber weißt du, wir hatten es etwas eilig. Gut, wir werden darauf achten. Wir sind hier fertig. Lasst uns weiter. Und abgeschlossen, eins von drei. Bert, zurück zum Skiff. Dem kurzen Stück. Die anderen beiden werden aber nicht angezeigt auf der Karte. Die müssen wir selbst finden. Das ist schon ein bisschen unheimlich, ja? Großes aber ich denke mal, es wird nicht so weit sein, weil so groß ist das Gebiet hier nicht. Ist echt unheimlich. Und irgendwie ist das nicht mal das Seltsamste, was ich heute sehe. Das ist kleiner als das Eisgebiet. Wenn du kommst, dann ist da schon was. So, dann ist es fertig. Kann ich das Ding hier mitnehmen? Ich kann gar nicht mehr drauf einsteigen. Ich glaube nicht. Na gut, dann ab zurück zum Skiff. Ach hier. Nichts wie raus hier, Delta. Reichen Sie die Zugdrehscheibe. Nö, erst die anderen Nebenmissionen. Aber die anderen Nebenmissionen, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Gears 5. Das wird erstmal gewesen sein mit der vierten Station. Also, haut rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Gears 5. Euer Doomsday und der Venom. Ciao, ciao.